Ja, und Heidi, ho, meine Hübschen, herzlich willkommen hier zu einem, ja, ganz kurzen Video. Ich will jetzt hier gar nicht groß drumrum labern und das Ganze aufblähen. Wenn du hier bist, dann hast du genau das gleiche Problem, was ich bis dato hatte. Und zwar, das war bei Path of Exile 2 oder auch beim ersten Teil, gleiche Engine, gleiches Problem. Beim Mapwechsel sich das komplette Spiel aufhängt. Und bei mir war es super ärgerlich, weil ich das Spiel halt ja gestreamt habe, nebenbei aufgenommen habe und nach 9 Minuten beim Mapwechsel der komplette Computer eingefroren ist. Ne? Also ich hatte wirklich einen kompletten Freeze. Nicht mal Alt-F4 oder Steuerung Alt-Entfernt für den Taskmanager hat funktioniert. Nicht mal die Maus hat sich mehr bewegt. Komplette Computer einfach im Freeze gewesen, sodass ich kompletten Rechner neu starten musste. Und das Ganze hat sich immer wiederholt, ne? Jetzt habe ich schon ein bisschen mich eingelesen und gesehen, hey, das Problem haben viele, viele Leute da draußen. Und irgendwie hat keiner so richtig die Lösung dafür gehabt, bis jetzt. Ich habe was gefunden, was ich euch gerne teilen möchte. Funktioniert, ich habe es getestet, ich habe gerade selbst diverse Mapwechsel gestartet. Ich melde mich mal eben hier an und habe auch gestreamt, das Ganze auch aufgenommen. Und Probleme, ne? Ihr seht ja zum Beispiel gerade, es hat ein bisschen geleckt. Das können wir verhindern. So, ich logge mich einmal ein. Dann seht ihr das Ganze. Kurz zur Hardware. Ich nutze hier ein AMD 7800er mit einer GeForce 4080S und 32 GB RAM. Also einfach ein fetter Bolide. Und wenn ich jetzt hier in die Option gehe, ihr seht das hier, die Auslastung ist halt echt... Mein Computer langweilt sich, ne? Also da ist echt nichts los. Die Settings hier habe ich auch relativ sportlich gesetzt. Habe jetzt hier noch hier und da punktuell ein bisschen was runtergenommen, weil ich gedacht habe, okay, es liegt vielleicht daran, dass ich einfach hier zu viel wollte, ne? Was aber Schwachsinn ist. So, was machen wir? Was machen Sachen? Ich link euch in der Beschreibung einmal ein Programm, ein Tool. Das ladet ihr euch runter, ne? Und wenn ihr das getan habt, dann sieht das so aus. Ja, und zwar, das Tool nennt sich PoE Uncrasher. Das packt ihr einmal mit der rechten Maustaste und habt dann hier den PoE Uncrasher als Excel-File, als ausführende Datei. Das Ganze öffnet ihr als Administrator, bestätigt das Ganze einmal. Und dann kommt ihr nämlich, jetzt switche ich einmal eben auf dieses Fenster. Ne? Und das ist das Wichtige hierbei. Ihr braucht nichts weiter machen. Das war's. Was macht's im Hintergrund? Und zwar, soweit ich das Ganze hier zurückschließen oder zurückverfolgen konnte, liegt es daran, dass mit eines der letzten Windows-Updates die Kerne nicht mehr korrekt arbeiten. Also zumindest überansprucht werden und damit in einen Freeze-Zustand geraten, der nicht aufhebbar ist. Was macht das Programm? Es, ich will nicht sagen, es modifiziert die Cores, sondern es schaltet hier und da die Priorisierung des Tasks vom PoE um und weist die Kerne anders zu. Wie es im Detail funktioniert, lest es euch gerne zu durch. Ich linke euch das Ganze. Nichtsdestotrotz, bei mir läuft das Ganze jetzt hier im Hintergrund einfach als Admin ausgeführt und ich habe überhaupt keine Probleme mehr. Also es hängt sich nichts mehr auf. Es funktioniert echt super. Nicht speichern. Ich zeige euch das mal eben. Ich wechsle mal eben die Map. So, geht jetzt aber mal hier hin. Ne, klicken das Ganze einmal an. So, und es hängt sich nichts mehr auf. Es funktioniert. Ihr könnt von hier aus rumporten, wie ihr wollt. Normalerweise war hier schon nach dem dritten Mapwechsel das Ganze vorbei. Also hat nicht mehr funktioniert. Der PC hat sich festgefahren. Und Ende Gelände. Ich musste wirklich ein Hard Reset machen. Ihr seht, funktioniert einwandfrei. Ne? Und ihr seht hier Unpacked Cores, also er arbeitet im Hintergrund, er weist die Prozesse neu zu während des Ladevorgangs und dadurch wird ein Prozess neu getriggert, ne? Und dadurch geht das dann hier weiter. Und das war meine Rettung, es funktioniert. Ich wollte es euch gerne weitergeben, weil es gibt dazu auf Reddit mittlerweile 50.000 verschiedene Threads. Es gibt im PoE-Forum ganz viele, also ein Thread mit über 400 Seiten. Und ich bin die alle durchgegangen, habe jetzt hier meine Lösung gefunden, die funktioniert. Und ich bin mir sicher, auch euch wird es helfen. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben. Schreibt, ob es euch geholfen hat in den Kommentaren oder ob ihr vielleicht ein anderes Feedback habt, andere Infos. Ich hoffe, dass Windows das zeitnah fixt und wünsche euch viel Spaß damit. Bis dahin. Ciao, ciao.